Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Bevor ich mit dem Part beginne, möchte ich noch an dieser Stelle eine kleine Entschuldigung aussprechen. Es tut mir leid, ich habe es noch vorsichtshalber als Kommentar unter mein letztes Video gepostet. Für all diejenigen, die es nicht gesehen haben sollten und dieses Video jetzt direkt danach geguckt haben. Entschuldigung, ich habe mich, was die zurückzulegende Distanz mit Ruin angeht, geirrt, die man für die Trophäe braucht. Es sind nicht 500 Kilometer, wie ich es im letzten Part behauptet habe, sondern tatsächlich nur 100 Kilometer. Ich weiß nicht, wie ich auf 500 gekommen bin, wirklich nicht. Ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte gleichzeitig noch die 150 Kills mit den, mit Ruin, also von Ruins Rücken aus im Kopf und wahrscheinlich ist da eine 5 mit rübergerutscht. Fragt mich nicht, wie es passiert ist. Mein Gehirn ist ein Phänomen, das erst noch erforscht werden muss. Das ist ein Fall für Galileo Mystery und die Mythbusters für alles, was da draußen an Konsorten aufzufahren ist. Jedenfalls, ich hab's verwechselt. Es tut mir leid, ich korrigiere mich an dieser Stelle. 100 Kilometer sind es tatsächlich, die man zu reiten hat mit Ruin. Also es ist noch eigentlich eine recht moderate Zahl. Ich habe sie in der Zwischenzeit nicht erspielt, weil ich in letzter Zeit generell auch ein bisschen knapp eingespannt bin. Von der Zeit her. Deswegen, ich habe jetzt gerade mal so Zeit zum Aufnehmen. Und es wird schwer sein, da noch irgendetwas anderes zwischenzuschieben. Ja. Die kleinen Dämonen können wir ja schön mit der Sense erledigen. Okay. Außerdem die Kills von dem Rücken von Ruin aus, die kann man zum Beispiel jetzt auch im Anfangsgebiet, dort wo Samael ist, sehr gut erfarmen. Oder an der Kreuzung, wo man ganz zu Beginn des Spiels landet, ist es auch noch möglich. Da sind ja noch schwächere Gegner zugegen. Das werde ich allerdings erst dann machen, wenn wir das nächste Herz geholt haben und wieder zu Samael müssen. Vorher finde ich, lohnt sich das noch nicht. Da werde ich noch vorher versuchen, so viele Kills wie möglich mit Ruin zu machen. Auf dem Weg zu der Spinnenkönigin. Und danach schaue ich nochmal, ob ich die Trophäe bereits habe oder ob ich sie noch ein bisschen erspielen muss. Na komm her. Ich glaube, das Schwierigste, was für mich aufzuleveln sein wird, wird der Tremor-Handschuh sein. So. Damit dieser Rex-Kerl nicht irgendwie zu uns rüberkommt. Haha! Komm her! Sehr schön. Man merkt unserem Chaosfresser den erhöhten Schaden durchaus an. Gerade bei den größeren Gegnern ist das definitiv merklich. Wunderbar. Gefallene Engel. Hier können wir doch auch, jawohl, unseren schönen kleinen Ruin zu Hilfe bitten. So, dann versuchen wir die auch noch mal vom Rücken aus zu erledigen. Och, ey, geil. So, zack. Drei Hits und fertig sind die gefallenen Engel. Das ist ja herrlich. Ich meine, bei solchen Gebieten, wo man mit Ruin sowieso schneller vorankommt, da bietet es sich natürlich an, noch einmal ein paar Kills zu sammeln. Vor allen Dingen, weil die Gegner sowieso auf dem Rücken deutlich einfacher zu besiegen sind, wie ihr seht. Die können nichts machen, weil man mit Ruinen viel zu wendig ist.
Wer es gerne langfristiger und sicherer haben möchte, der kann gerne auch die ganze Zeit mit Ruin oder auf Ruins Rücken hier die Knarre einsetzen. Das ist ja auch problemlos möglich. Aber das dauert mir viel zu lange. Nur für diejenigen, die den Nahkampf scheuen, aber wer Darksiders spielt, der sollte den Nahkampf sehr schnell lieben lernen. Das versteht sich, ja. Ja. Und die 100 Kilometer mit dem guten... Eieiei, guckt euch das mal an, ey, wie viele Dämonen hier noch rumstampfen. Das ist ja herrlich. Seht ihr? Aus diesem Grund habe ich eben die 100 Kilometer mit Ruin sowie die 150 Kills noch nicht voll gemacht. Weil ich ganz genau wusste, hier wird man mit Ruin noch ein kleines bisschen rausholen können. Da muss man die Trophäen nicht zwingend vorher machen. Dann kann man sie auf später verschieben. Dann hat man ein bisschen weniger Boosting-Zeit. So. Trotzdem ab und zu auch mal ein bisschen umgucken, falls irgendwo Truhen versteckt sein sollten. Ah, was ist das denn? Ein kleiner Auftrieb. Ach, jetzt bin ich wieder in diesem Gebiet hier. Ach so. Und wohin muss ich jetzt nochmal genau? Ich muss noch einmal ganz an den Anfang. Ich dachte, irgendwo im Ascheland gibt es irgendeinen Zugang, den ich erst jetzt nutzen kann. Irgendwie wirkt das so, als ob ich jetzt wieder komplett zurücklaufen müsste. Verstehe ich auch nicht so ganz. Eieieiei. Ja, das war jetzt nicht ganz so glücklich. Ey, Alter, come on! Das war ja jetzt gemein, ey. Ich war mit Ruin überhaupt nicht in der Lage zu reagieren. So, ich darf nicht zu scharfe Kurven mit Ruin schlagen, sonst wendet Ruin, anstatt dass es scharfe Kurven schneidet. Apropos schneiden. Dreck. Ah. Yikes. Ja, den Sprint sollten wir auch ab und zu einsetzen. Der wäre definitiv von Nutzen. Ach komm. Oh, diese Drecksfontäne. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die so lange da bestehen bleibt. Oh. Ups. Ein Paket für die Nachbarn. Und das jetzt. Uiuiui. Yikes, nein. Ah. Puh. Ich dachte, jetzt erwischt er mich. Ja. Da kommt noch einer. Wo ist der denn jetzt? Aus welchem Loch ist der denn bitte gebrochen? Alter. Aber sein Pferd ist ja nicht allzu stark gepanzert. Ja. Geh mir bloß weg hier. Was? Jetzt kommt, mit meinem Sprint muss ich doch irgendeine Art von Immunität haben. Kann doch nicht sein, dass die Gegner mich dann alle wegfetzen. Dass der Sprint der Gegner stärker ist als meiner. Die haben ganz normale Dämonenrösser und ich habe hier Ruin, verdammt nochmal. Mein Pferd hat einen Namen. Keine Ahnung, ob deren Pferde überhaupt einen haben. Ja, dafür ist jetzt keine Sau mehr hier. Na, immerhin. Okay, ich glaube, ja, da hinten ist doch was. Irgendetwas, was ich mit dem Tremorhandschuh aufbrechen kann. Ist jetzt zwar nicht der Weg, der mich weiter durch die Story bringt. Aber dahinter wird garantiert irgendetwas Lohnenswertes versteckt sein. Ah ja, ein Zornkernstückchen. Jawohl.
Immerhin, muss ja auch sein. So, hier irgendwo habe ich doch ein Ding gesehen, mit dem ich mich hochkatapultieren kann. Oder bin ich jetzt komplett verkehrt hier? Irgendwo hier hinten war ich in der Lage, hochzufliegen mit meinen Schattenflügeln. Da war das da hinten. Nee. Obwohl ich da gerne ein Plätzchen gesehen hätte. Ah! Ach komm, an der Kante hätte er sich jetzt wenigstens festhalten können. Da bin ich mit Ruinen schon so hoch gesprungen und dann bringt es nichts. Egal. Ach, hier oben kann ich mit Ruinen auch? Ja, schön. Das freut mich doch. Oh, geil. Es kann springen, das Pferd. Dankeschön. Ach, dieser Ort. Ja, ja, das, der sah natürlich auch wichtig aus. Alles klar. Und damit wird jetzt irgendeine komische Brücke erschaffen. Ach, ein Portal soll das sein. Na dann, ab. Oi, Seelenbrücke. Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen sie mit Ruinen durch ihre Säulen, um sie zu aktivieren. Aha. Ja, das sieht doch mal geil aus. Ah, herrlich. Seht ihr, und hier müssen wir auch wieder eine ganze Weile durch die Gegend reiten. Wartet mal. Ich muss hier gar nicht lang? Oder muss ich jetzt... Ah, doch, ich muss hier quasi einen Halbkreis reiten. Okay, ey. Jetzt hat mich die Markierung extrem verwirrt. So, ich sollte vielleicht die ganzen Sprints mit Ruinen nicht immer sofort komplett aufbrauchen, sondern wenigstens einen übrig lassen, damit das etwas schneller regeneriert. Jawohl. Schon deutlich besser. Ach, und hier ist jetzt keine Sau. Ah, aber dafür sieht man immer mehr Spinnenweben in der Umgebung. Uiuiuiui. Pass mal auf, dass du dich in dem Netz nicht verfängst, Krieg. Lecker. Och, ernsthaft? Ernsthaft? Von diesen paar kleinen Minispinnen? Entweder... Okay, er muss sich absichtlich überwältigt haben lassen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ohne Scheiß. Wahrscheinlich damit er schneller zu der Spinnenkönigin kommt. Zugegeben, ist auch eine willkommene Abkürzung. Oh, ich möchte da hin, aber das reicht höchstwahrscheinlich gar nicht. Oh. Ich muss es versuchen, oder? Ich versuche es. Ah, da oben ist irgendein Ding. Ja, okay, nee, dann kann ich es mit einem normalen Sprung garantiert nicht erreichen. Dann brauche ich ein Item für. Das muss Absicht gewesen sein. Ey, im Leben nicht hat sich der Krieg in seinem jetzigen Zustand, mit seinen jetzigen Kräften von diesen kleinen Pissspinnen überwältigen lassen. Das sind Märchen, das kannst du deinen apokalyptischen Reiterkollegen erzählen, aber nicht mir. Ah, ja, okay. Selbst die kleinen Spinnen halten ein bisschen was aus, aber... Trotzdem überzeugt mich das kein bisschen. Ui. Sogar diese kleinen Kokons, die geben ordentlich was. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Ja, und jetzt... Kann ich hier irgendwo hochklettern? Bin nur ich das oder sehe ich da eine schwarze Linie in der Textur? So ganz leicht. Eieiei, okay. Komm schon. Du hältst dich sonst an jeder Kante fest, Krieg. Come on.
Irgendwo muss es hier doch etwas geben, was mir weiterhelfen kann. Kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier überhaupt nicht vorankomme. Ich übersehe hier wieder irgendetwas. Jetzt werde ich wieder 2 Stunden hier rumlaufen und stoße per Zufall auf die banale Lösung. Kann ich mit den Dingern auch nichts machen? Ja. Das Netz hier? Ah, seht ihr? Okay. Ich hätte mal auf die Minimap gucken sollen. Ich gucke viel zu selten auf die Minimap. Am besten halten wir uns erst einmal fern von hier. Ja, die Spinne juckt das nicht mal. Hallo. Ups. Ja, den Handschuh leveln wir erstmal noch nicht auf. Dafür könnte die Sense natürlich bei der Gelegenheit ein bisschen was vertragen. Runter mit dir da. Geht doch. Tja, im Moment kann ich nichts ausrichten, aber was ist dann hiermit? Ja, alles klar, schon klar. Aber da hinten sehe ich doch ein wunderbares kleines Teilchen. Ab, schnell durch. Haha. So. Ja, ja, der Beobachter wollte mich wieder auf eine falsche Fährte führen hier. Wir können hier noch nichts erreichen. Wir sollten hier noch nicht weiter. Von wegen. Schlappschwanz. Habe ich da jetzt was an? Ne, das war ein Spinnennetz. Ich dachte, da wäre irgendwas anderes. Gut, gut. Das Item sollte hoffentlich nicht allzu weit entfernt sein, was ich brauche, um hier mich einigermaßen gut fortbewegen zu können. Sehr schön. Okay, jetzt bin ich hier und was bringt mir das? Ah, hier lang. Okay. Alter. Jesus. Ey. Okay, es war geskriptet. Aber ey, da, als es jetzt angefangen hat zu knarzen, habe ich einen Herzinfarkt gekriegt. Holy shit. Zack. Man kann sie so schön in der Luft jonglieren. Das ist herrlich. Bam. Zack, zack, zack. Ja, was wollt ihr gegen die Sense von meinem Todesbruder ausrichten hier? Nix. Zack! All meine neuen Angriffe hier. Nice Sache. Ganz kurz nochmal auf die Erfahrung gucken. Oh, da brauchen wir noch einiges. Das war jetzt eigentlich unnötig, weil mein Zorn ja komplett voll gewesen ist. Egal. Hallo? So, diesmal sehe ich die Tür, aber ich gucke trotzdem nochmal hier in die Ecke, ob hier was ist. Nein. Hm. Oje, oje. Also ich bin jetzt quasi schon in dem allerletzten Dungeon gelandet, so wie es aussieht.
Alter! So, geht doch. Ach, ernsthaft? Da unten ist doch eine. Kannst du nicht darauf zielen, Krieg? Dankeschön. So. Was haben wir hier jetzt? Natürlich noch mehr Spinnenbrut. Und die andere ist runtergefallen, oder wie? Ach, wie hier alles am Rummatschen ist wegen den Spinnennetzen. Ist ja ganz besonders lecker hier. Zack. So. Okay. Ja! Ich wusste, ich habe hier noch was gehört. Wollte schon sagen, ey. Und was bringt jetzt? Hat sich da jetzt irgendwas getan? Ah, okay. Alles klar. Hier kann ich mich hoch. Ja, perfekt. Hier auch. Nice. Wie kannst du bitte die Gegner, die am hier am nächsten sind, zuerst an. Anvisieren. Das ist auch ein sehr merkwürdiges Lock-On-System. Er hat einen Gegner direkt in seiner Nähe, trotzdem visiert er lieber den an, der am weitesten. Ja, danke. Dankeschön. So, jetzt aber. Hopp und hopp. Der Reiter springt im Galopp. Tschüss. Nein, 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 ey, das kriegt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Der ist automatisch die ganze Zeit nach vorne gegangen. Der hätte auf dem Balken stehen bleiben können, aber nein, er hat immer diesen Vorwärtsschritt automatisch gemacht. The fuck? Seit wann wird einer der kriegerischen, einer der apokalyptischen Reiter denn bitteschön auf einmal suizidal? Ja, das war jetzt zugegebenermaßen schlecht gesprochen. Wo genau? Da. So, komm jetzt, aber Konzentration. Ey, komm, ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Krieg. Oh. Ich bin so weit gekommen und jetzt rutsche ich so oft auf so einer klitzekleinen Kante aus. Unglaublich. So, jetzt aber hier. Dankeschön. So. Yes. Erwischt. Hier ist wahrscheinlich ein Auge. Ja. Oder der Schlüssel des Betrachters.
Ich nenne es immer Auge, weil ich immer an das Schloss denken muss, das im Prinzip ein Auge ist. So, da habe ich aber auch noch eine kleine Tür gesehen, die ich mir natürlich auch noch sichern werde. Da steht sie von alleine. So, irgendwo ist noch eine hingeflogen. Aber die Musik hat aufgehört, von daher gehe ich stark davon aus, die ist auch weg. Karte! Ah! Na super! Noch so ein kleiner Bonus obendrauf. Na gut. So, dann kann ich ja jetzt aus dem Raum raus hier, oder? Ich hab, was ich brauche. Ja. Genau. Und auf dieser Etage ist der Ausgang. Perfekt. Ja. Am Anfang des Spiels, da sind die Wege zum Dungeon hin noch fast genauso lang wie der Dungeon selbst, aber das, ihr seht, das kürzt immer mehr ab. Ja. Finde ich jetzt nicht allzu schlimm, aber es ist halt etwas, was auffällt. Trotzdem ist das auf jeden Fall ein nice Spiel, ja, ich will nichts gegen sagen. Nur weil ich so Kleinigkeiten eben aufzähle an dem Spiel, heißt das noch lange nicht, dass ich es scheiße finde. Um Gottes Willen. Selbst meine absoluten Lieblingsspiele haben Fehler. Und trotzdem finde ich sie super geil. Eieiei, was haben wir denn hier? Muss ich mich jetzt vor diesem Viech in Acht nehmen oder was? Ja, 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 ja. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Jetzt rastet das Ding aus. Geh mir weg, ey. Ekelding. Ah, wieder eine kurze Unterbrechung. Die kam allerdings gerade gelegen, denn ich sehe, dass der Part eigentlich schon längst zu Ende gewesen ist. Ich habe meinen Wecker zu weit weggelegt und deshalb das Vibrieren gar nicht bemerkt. Das ist eben das Problem. Naja, hatte den Ton eben nicht an. Egal. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Falls ihr es bei einigen meiner Videos bereits getan habt, ist es euch vielleicht sogar schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und wir sehen uns zum nächsten Part. Ciao, ciao!